Ja, heute bereiten wir einen heimischen Fisch zu. Und zwar habe ich hier ein Saiblingsfilet, welches wir eben als Lockenform im Weinteig backen, und das wird dann auf einem bunten grünen Blattsalat angerichtet. Heimische Fische sind natürlich auch wieder jenen importierten vorzuziehen, dass sie einfach eine wesentlich bessere Qualität haben, und insbesondere ist die Frischhaltung was ganz Besonderes. Also die Fischfilet wurden schon gesalzen und gepfeffert. Jetzt rühre ich einen Weinteig zusammen, also ich brauche einen Weißwein, ein Mehl. Das ist ein Stück Cognac, das braucht man, damit der Fisch nicht zu fett ist. Ein bisschen Salz. Und zum Binden geben wir wirklich auch ein Ei dazu. Das Ganze dann mal mit der Schnellrute gut verrühren. Das Fischfilet wird jetzt in Streifen geschnitten, damit eben sozusagen dann die Locken entstehen. Wichtig ist ein scharfes Messer. Die Fischhaut ist roh, sehr zäh zum Schneiden. Dann können wir die erste Portion schon einmal hineingeben. Das machen wir jetzt mit der Gabel. Nochmal ein Stück. Ja, das passt gut. Kann ruhig ein bisschen wärmer sein, weil der Fisch ja sofort durch ist. Darf ein gutes sommerliches Essen, ein leichtes. Und dann, man sollte ja echt viel öfter Fisch essen. Also mindestens einmal in der Woche. Schönes helles Braun. So, dann geben wir die nächste Portion hinein und die erste können wir dann schon anrichten. So, dann geben wir dann den Salat auf den Teller. Den haben wir schon vorher gewaschen. Frisch aus dem Garten, frisch vom Bauernmarkt. Natürlich steirischen Salat. Gibt hier den Grazer Krautwürfel und ein bisschen den Pflücksalat. Die Marinade ist natürlich auch noch gut steirisch mit Kernöl und mit einem guten Hackfleißig. Und das müssen wir noch marinieren. Und jetzt können wir unsere Fische drauf verteilen. Zum Fisch gehört natürlich auch ein bisschen die Zitrone. Und mehr braucht das jetzt eigentlich nicht. So. Diese Portion wäre fertig. Ich wünsche euch mit diesem Rezept viel Freude, ein gutes Gelingen und jedenfalls beim nächsten Einkauf an regionale Lebensmittel denken und natürlich an heimischen Fisch. Mahlzeit!